Herzlich willkommen auf Konsumer. In diesem Video geht es um die besten Leitungssucher. Der Qualitätssieger in unserem Leitungssucher-Test geht an den Bosch Truvo. Woher weiß man, wie Bauträger, Rohre oder Kabel in der Wand verlaufen? Das Ortungsgerät Truvo von Bosch ortet Eisen, Nichteisenmetalle und stromführende Leitungen in einer Tiefe bis zu 7 cm. Ein Ampelsystem und Warntöne signalisieren, wo besser nicht gebohrt wird. Diese Stelle lässt sich mit Hilfe der Markierungsschlitze anzeichnen. Dank der Einknopfbedienung und der automatischen Kalibrierung ist der Truvo das ideale Einstiegsgerät. Mit dem Einschalten startet umgehend die Ortung und die einfache Einknopfbedienung führt zu intuitiver Handhabung. Zur Ortung von stromführende Leitungen und Objekten aus Metall und durch LED mit Ampelsystem wird angezeigt, wo gebohrt werden kann. Automatische Kalibrierung und mit akustischen Warnsignalen. Die Alternative ist der Folei Hakuno. Der Metalldetektor verwendet einen aktualisierten internen Sensor. Es erfasst die Änderung der räumlichen Dichte hinter der Wand und lokalisiert das Bolzenzentrum mit hoher Genauigkeit. Darüber hinaus zeigt der Wanddetektor auch die Kanten der Stifte. Die Ränder helfen Ihnen, die Positionen zu überprüfen. Erleichtern Sie Ihre Heimwerkerarbeiten mit dem Leitungssucher. Der aktualisierte 5-in-1-Modus bietet dem Benutzer mehr Erkennungsbedarf. Der Stutzken verfügt über den 5-Modus, 1,5 Zoll, 13 cm, 1 Zoll, 25 mm und 1,5 Zoll, 38 mm, Metalsken, 60 mm und AC-Scan, 51 mm. Die schnelle Erkennung spart dem Anwender Zeit und Mühe und erleichtert die Aufgabenerledigung. Egal ob Profis, Hausbesitzer oder Heimwerker, ein Gerät für jedermann. Die Kabelwarnerkennung ist bis zu 60 mm tief. Der Vorteil ist, dass beim Scannen im Bolzenscan-Modus, Tiefenscan-Modus, Metalscan-Modus die Kabelwarnung immer angezeigt wird, um Sie daran zu erinnern, dass Wechselstromkabel mit einer Tiefe von bis zu 60 mm vorhanden sind, um das Bohren von Kabeln zu vermeiden. Anzeige der gewünschten Bolzenmitte und der genauen Position des Bolzens. Der Kabeldetektor verfügt über ein großes LCD-Display zusammen mit der großen akustischen Warnung zur Erkennung der genauen Position der Objekte. Wenn das Material gefunden wurde, zeigt das LCD-Display die Richtung und die Intensität durch einen Piepton an und teilt Ihnen mit, ob Sie näher am Ziel sind. Die schnelle Erkennung erspart dem Benutzer viel Zeit. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Leitungssucher-Test ist der Honda 5-in-1. Der 5-in-1 Leitungssucher für Strom und Metall, Honda Ortungsgerät ist ein hochempfindlicher Handwanddetektor für Heimdekorationen. Er kann dir helfen, die Mittelposition des Metall- oder Holzstiels in der Wand zu erkennen und kann die Metallposition und die Phasenwechselstromdrahtposition auch ermitteln. Es bietet 5 Erkennungsmodi, um alle Anforderungen von Heimwerkerprojekten zu erfüllen. Drücken Sie die Scan-Taste, um die Kalibrierung zu starten. Die abnehmenden Balken werden ausgeblendet und der Summer piept einmal und die Kalibrierung ist abgeschlossen. Halten Sie das Werkzeug flach an der Wand und schaukeln, kippen oder drücken Sie nicht, wenn Sie langsam über die zu scannende Oberfläche gleite. Sobald die Kante des Bolzens erfasst ist, piept der Bolzensucher. Der multifunktionale Bolzensucher verwendet modernste Sensortechnologie. Falls dir das Video gefallen hat, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.